Wie du einen klassischen Eyeliner-Look schminken kannst, der ganz einfach nachzuschminken ist. Heute zeige ich dir einen klassischen Eyeliner-Look, der jetzt im Herbst von den Farben her super passt und der so schnell und einfach geht, dass du ihn garantiert zu Hause nachschminken kannst. Los geht's! So, ich habe jetzt mein Gesicht schön mattiert und abgedeckt und die Augenringe aufgehellt und auch die Augenbrauen schon mal nachgezogen. Und jetzt kann es an die Augen gehen. Und ich benutze jetzt zuerst schon mal ein bisschen Wimperntusche, weil ich nachher einen Lidschatten auftragen will und weil ich so ein Spezialist bin und immer mit der Mascara da oben hinklecker. Deswegen benutze ich sie vorab. So, und jetzt trage ich einen schönen Lidschatten auf in einem schönen Braunton und dazu nehme ich gar keinen Lidschatten, sondern ich nehme das Sun Powder Matte und einen relativ großen Pinsel. Ich nehme diesen Schiebepinsel her und den trage ich jetzt einfach als Lidschatten auf. Und damit ich hier auf das bewegliche Lid auch noch besser dran komme, nehme ich noch einen schmaleren Pinsel. Und damit meine beweglichen Augenlider noch etwas mehr nach vorne kommen, trage ich jetzt noch ein bisschen Highlighter oben auf. Und für einen schönen klassischen Look trage ich jetzt noch einen flüssigen Eyeliner oben als Lidstrich auf. Und hier als Tipp, wenn du schon über 40 bist und deine Augen etwas runterhängen, dann ziehe das Auge nicht nach oben und mach dann den Wink nach hinten raus, sondern schaue ganz normal geradeaus in den Spiegel. Sieht dann so aus, wenn du das Auge nach oben ziehst, ist hier eine Lücke und die musst du dann einfach noch verbinden. Um den Blick zu öffnen, nehme ich jetzt unten noch einen ganz weißen Kajalstift und trage ihn direkt auf die Wasserlinie auf. Und dann muss ich natürlich unten die Wimpern auch noch mal schön tuschen. Und damit ich jetzt noch ein bisschen frischer und gesünder aussehe, nehme ich noch mal das Sun Powder Matte und mache es ein bisschen auf die Wangen. Und zum Schluss noch einen Lip Liner und einen schönen Lippenstift. Und jetzt noch einen passenden Lippenstift dazu. Nämlich den Rubin. Und ganz zum Schluss nehme ich nochmal den Champagner Lidschatten als Highlighter und setze ein paar Akzente. Und zwar hier unter den Augenbrauen, damit die Augen noch mal ein bisschen nach oben geliftet werden.
und ein bisschen Highlighter auf die Wangen. Und schon ist der klassische Eyeliner-Look für den Herbst fertig. Und wie du siehst, brauchst du gar nicht so viele verschiedene Produkte. Du kannst als Lidschatten wunderbar einfach einen Puder nehmen. Du kannst als Highlighter einfach einen Lidschatten nehmen. Wichtig ist nur, dass du es schaffst, eine schöne, gerade, nicht verwackelte Lidstrichlinie zu ziehen. Und das bekommst du ganz einfach hin mit ein bisschen Übung. Und übrigens, alle Produkte, die wir in unseren Videos verwenden, findest du immer hier unten in der Infobox verlinkt. Und wenn du jetzt dieses Video mit deinem Handy anschaust, dann findest du hier unten so einen kleinen schwarzen Pfeil. Und wenn du da drauf klickst, dann klappt die Infobox auf und da sind die Produkte direkt verlinkt. Und ich freue mich jetzt auf deine Kommentare, wie du diesen klassischen Eyeliner-Look findest und ob dir dieses Herbst-Make-up gefällt. Schreib es uns bitte jetzt in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte jetzt liken, kommentieren, abonnieren und auch mit deinen Freundinnen teilen, damit auch sie dieses Video sehen können. Bis bald, deine Sabine.